So, Freunde, die 75 Plus Player Picks sind jetzt am Start und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein und testen das Ganze. Also, Kulusevski an Start, Position 1, dann Vindal als zweites. Und wie gesagt, lasst mich natürlich gerne wissen, wie viele habt ihr schon gemacht von den Player Picks zum einen und natürlich, was habt ihr daraus gezogen? Das würde mich sehr, sehr interessieren, wie es da bei euch aussieht. Kastorp, Bruno Gmadisch, also die Frage ist natürlich, wie viel muss man davon machen? Hier, jetzt in den ersten noch nicht Scroller-Anweis vorbei, rein in die nächsten und let's go. So, Freunde, weiter geht's. 75 plus Player Picks. Lasst sie uns austesten. Wie sieht's aus? Kommen wir direkt an ein Mittelfeld-Team of the Year oder nicht? Masraoui zum Start. Und ich würde sagen, was sind jetzt hier am Start? 12 weitere Player Picks. Ja, 13 sogar. Ich werde euch die Highlights einblenden. Mal schauen, ob jemand um die Ecke kommt. Oh, Team of the Year. Week mit Tesche aus der dritten Liga. Und José Sá. Also das ist so meine Angst, ne? Dass man wirklich mit diesen Player-Picks quasi im Endeffekt nur seltene, gut, das ist auf der anderen Seite auch wieder gut, seltene halt für die Premium-Upgrades bekommt. Aber wie das Ganze dann aussieht, mit welcher sinnvollsten Reihenfolge man die Upgrades hintereinander macht, um das Ganze zu craften, werde ich euch, wie gesagt, in einem separaten Video dann verraten. Galeno, Team of the Week. Zumindest hier ein paar Team of the Week SBC-Futter. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal sehr, sehr nice. So, weitere drei Player-Picks. Ach, come on. Freunde, was ist denn mit den Player-Picks los?